Menschen heute wollen etwas Aufregendes erleben, etwas Schönes oder etwas Einzigartiges. Erstmals geben Menschen mehr Geld für Erlebnisse aus als für Sachen. Mein Name ist Pierre Nierhaus, ich bin Trendexperte für die Hospitality-Branche, also eine Branche, die sich eigentlich mit Hotels, mit Gastronomie, mit Essen und Trinken befasst, wird aber immer größer, weil heutzutage ist Essen und Trinken der Klebstoff quasi für die Community. Das heißt, auch wenn Sie beim Einzelhändler sind oder wenn Sie in Ihrer Firma sind, im Betriebsrestaurant, überall verbindet Sie Essen und Trinken und guter Service. Über alles, was ich in der Welt entdecke, Trends, Innovationen, inspirierende Dienstleistungen, halte ich Vorträge. Ich liebe es, Vorträge zu halten. Ich liebe es, vor Publikum zu reden, darüber, was ich überall selbst in der Welt entdeckt habe. Ich finde überall Innovationen, neue Ideen und mache Schlussfolgerungen auf Trends weltweit, aber auch, was für Trends zu uns kommen und was sie uns nützen. Meine Vorträge sind voller Bilder, voller Geschichten, aber nur Bilder und Geschichten, die ich auch selber erlebt habe. Das heißt, ich war da, ich habe mit den Machern gesprochen, ich habe vor Ort gegessen, getrunken, probiert, ich war Gast, ich habe mich überzeugen lassen, inspirieren lassen. Und diese Erfahrungen möchte ich mit Ihnen teilen, die möchte ich in Ihr Geschäft bringen, in Ihr Leben, damit Sie auch davon einen Nutzen haben und damit auch Sie Ihr Geschäft erfolgreicher machen. Ich bin geborener Düsseldorfer, der trotzdem die Kölner mag. Ich habe in Düsseldorf meine Hotelausbildung gemacht, danach in die Kinobranche gewechselt, um große Kinocenter zu führen, sehr jung. Dann bin ich abgeworben worden von einer großen amerikanischen Filmfirma, United Artists, später Paramount, Universal, MGM. Habe als Assistent des Pressechefs große Projekte betreuen können in PR und Marketing. Habe große Künstler kennenlernen dürfen, Jack Nicholson, Sophie Marceau, habe eine große Premiere hier vorbereiten dürfen für und mit Steven Spielberg. Parallel habe ich meine ersten Restaurants eröffnet, weil ich hatte immer diese Leidenschaft, Gastronomie zu machen. Irgendwann nach 20 Jahren hatte ich 13 Betriebe, 400 Mitarbeiter, habe mich dann in der Beratung aber spezialisiert auf Konzepte und Marketing für die Hospitality-Branche, meine Betriebe verkauft und bin seit 10 Jahren Trendexperte, Berater, Keynote-Speaker für die Themen Trend und Innovation in der Hospitality und um gute Gastfreundschaft, das Thema echt freundlich und wie bringen Sie Ihr Unternehmen in den Mittelpunkt, wie werden Sie noch erfolgreicher, wie kommen Sie noch besser bei Ihren Kunden an und wie können Sie noch besser punkten bei Mitarbeitern. Total hat mich fasziniert bei einem meiner ersten Male in New York mein Besuch in der Gramercy Tavern, ein neu eröffnetes Restaurant von Danny Meyer. Danny Meyer, einer der großartigsten Gastronomen weltweit mit vielen Restaurants in New York. Ich wollte mir das Lokal angucken, obwohl es für mich eigentlich zu teuer war oder zu elegant. Bin aber trotzdem rein und habe gefragt, ob ich es mir mal ansehen dürfte. Die Mitarbeiter kamen sofort auf mich freundlich zu und sagten, sie müssten noch 2, 3 Gäste platzieren, boten mir umsonst einen Espresso an, ich sollte kurz warten. Und dann bekam ich das Lokal gezeigt. Die waren so freundlich, so aufmerksam und ich habe mich auch immer so gut behandelt gefühlt, dass ich das Gefühl hatte, mit jedem Wort steht eben dieser Danny Meyer vor mir. Und dann bin ich auch hinter das Geheimnis gekommen. In dieser Firma werden die Mitarbeiter wirklich, wirklich gut behandelt. Damit die Mitarbeiter die Gäste gut behandeln. Denn nur ein Mitarbeiter, dem es gut geht, der gut behandelt wird, der die Werte kennt, behandelt auch andere Menschen gut. Und es hat mich total fasziniert und irgendwann habe ich mal so eine Zusammenfassung gesehen, nämlich von Richard Branson, dem Unternehmer und Multimilliardär. Und der hat gesagt, Staff first, Customer second, Shareholder third. Also zuerst die Mitarbeiter gut behandeln, damit sie als zweites die Gäste und Kunden gut behandeln. Und dann als drittes ist natürlich auch der Unternehmer wegen den guten und hohen Umsätzen und die Shareholder zufrieden. Hieraus habe ich meine Prinzipien entwickelt im Umgang mit Menschen, mit Gästen und mit Kunden. Diese Prinzipien habe ich
jahrelang weiterentwickelt, habe sie in meiner eigenen Firma genutzt und nutze sie auch mit meinen Kunden. Menschen anständig und mit Respekt zu behandeln, Menschen bei Projekten und Ideen mitzunehmen, Menschen das Gefühl zu geben, dass sie wichtig und wertvoll sind, macht es sehr, sehr einfach, eigene Projekte mit diesen Menschen erfolgreich durchzuführen. Ich habe zu diesem Thema ein Buch geschrieben, Echt freundlich macht dein Projekt erfolgreich. Hier erzähle ich in 5 Kapiteln, wie man die richtige Haltung entwickelt, richtig mit Menschen umgeht, auch als Führungstool, wie man die Gastfreundschaft richtig nutzt und wie man all seine Projekte quasi auf die Straße bringt, nämlich im Sinne von Management und Veränderungsprozess. Warum ist die Hospitality und die Gastfreundschaft so wichtig? Ich finde, es gibt keine Kunden, Klienten, Patienten, es gibt nur Gäste. In dem Moment, wo ich meine Kunden oder Patienten wie Gäste behandle, respektvoll, indem ich sie begrüße, indem ich sie wiedererkenne, indem ich mich für sie interessiere, indem ich ihnen aber auch etwas gebe. Ich bekomme immer mehr zurück. Es ist toll für den Menschen, mit dem ich zu tun habe, aber es ist immer auch gut für mein Projekt und mein Geschäft. Und was gibt es Besseres, als wenn man Spaß bei seiner Arbeit hat, als wenn die Arbeit rund und authentisch ist, und auf der anderen Seite alle noch zufrieden sind, weil sie gut behandelt werden und ich noch guten Erfolg und gute Umsätze habe. Und warum Freundlichkeit? Auch wenn wir mal schlechte Zeiten oder Krisen erleben, was uns verbindet, ist eigentlich die Menschlichkeit und die Freundlichkeit, die Verbindung zu anderen Menschen. Und wenn ich das ehrlich meine, dann nützt es mir auch immer was. Und das gilt für jedes Geschäft und jede Branche. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, entweder bei einem meiner inspirierenden Vorträge oder bei einer Beratung oder Coaching oder vielleicht auf einer Trendreise. Vielleicht in London, Berlin, Kopenhagen, New York. Gucken Sie auf meine Webseite. 5 offene Trendreisen gibt es jedes Jahr. Gerne möchte ich Sie kennenlernen. Bis dahin, seien Sie gesund, fröhlich und echt freundlich.